Anteil an der Zähne, ne? Weiblicher Anteil ist ja nicht so groß, ne? Wie viel haben wir eine? Ey, Vincent, zurechtgerüttelt, glaube ich. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen, Frau Staatsministerin. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich begrüße Sie sehr herzlich, Herr Landrat. Auch Sie, Herr Schwarz, als Bundestagsabgeordneter, Herr Pohlmann als Landtagsabgeordneter, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch liebe Schülerinnen und Schüler, das ist natürlich ganz besonders wichtig, dass ihr auch hier und wir sind in einer Schule, dass ihr dabei seid und Frau Staatsministerin hat das gerade schon zu erkennen gegeben, die ist ganz gespannt, was ihr dann auch im Informatikunterricht macht. Ja, Sie besuchen heute eine Schule und die alte Landesschule ist Ihnen nicht unbekannt, eine Schule, die vor 443 Jahren gegründet wurde, also sowieso locker eine der ältesten Schulen in Hessen ist und mit dieser jahrhundertelangen Tradition natürlich ein dickes Pfund im positiven Sinne hat. Und die Schule damals, als sie 1579 gegründet wurde, seinerzeit von den Grafen von Waldeck, hatte natürlich die Aufgabe, die Landeskinder so gut auszustatten, dass sie in die Welt hinausgehen konnten und dort erfolgreich sind. Heute uns besuchen als hessische Staatsministerin für digitale Strategie. Also nochmal herzlich willkommen. Und was haben wir heute hier? Es wird ja um den Breitbandanschluss gehen. Ich habe es eingangs erwähnt, was ist die Aufgabe der Schule, schon seit fast 450 Jahren die Landeskinder einfach zu befähigen, in die Welt hinauszugehen. Und diese Aufgabe hat sich nie geändert. Ich so für manche Schulen sicherlich neue Wege ausdenken musste, aber gerade auch die Ausstattung neben all dem, was die Medienkompetenz betrifft, aber auch die Ausstattung war etwas, wo wir seit Monaten auch immer wieder drum gerungen haben. Jetzt sind wir wirklich gut ausgestattet. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn die Schule wird, die hiesige Region betrifft, vom Schulträger dann noch in diesem Jahr weiter ausgestattet. Da freuen wir uns sehr drauf. Pandemie also als ein auslösendes Momentum, aber wir alle haben das gemerkt, seit dem Februar dieses Jahres treten ganz andere Dinge in den Vordergrund. Und wir haben jetzt mittlerweile hier rund 25 ukrainische Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Ich habe es erst am Freitag erlebt, war dann mit einem betreuenden Mann aus einem Ortsteil von hier zusammen. Der hatte zwei Frauen dabei mit ihren beiden Kindern, die wir ab heute dann hier einschulen in die siebte Klasse. Und das sind natürlich auch besondere Momente. Und dann haben wir am Freitag nochmal gemerkt, wie wichtig ist dann auch Digitalisierung und auch unser Breitbandanschluss und auch, dass die Schülerinnen und Schüler ausgestattet werden können, dann vielleicht mit Endgeräten, mit iPads. Denn die beiden Kinder, die vor mir standen, konnten natürlich kein bisschen Deutsch, aber auch Englisch war ein großes Problem. Und die Situation ist, sie sitzen dann ab heute Morgen in einer siebten Klasse. Ich bin mir ganz sicher, das war bei allen Schülerinnen und Schülern, die uns besucht haben und seitdem hier sind, so, dass sie gut aufgenommen wurden. Aber was passiert? Am besten nimmt man ein iPad in die Hand, spricht einen Text auf und dann gibt es zum Glück gute Übersetzungsprogramme. Und da merken wir auch oder überlegen uns, wie würden wir sonst zurechtkommen. Ja, sehr geehrter Herr Aßmann, Frau Staatsministerin, Dr. Senimus, Herr Bundestagsabgeordneter Armin Schwarz, Herr Pohlmann vom Landtag, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem aber liebe Schüler, darf man das so formulieren, haben wir eben auch gerade auch so wahrgenommen. Ja, wir haben heute Gelegenheit, ein Stück weit eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Deshalb ist es gut, diesen Termin auch mal zu haben. Die Erwartungshaltung der Gesellschaft ist sehr eindeutig. Es wird erwartet, dass Bund, Land und Kommunen, Schulträger in der Lage sind, Bildung digital zu ermöglichen. Wir sind sanft geschoben worden durch verschiedene Momente. Der Schulleiter hat es angesprochen, Pandemie war so eine Triebfeder. Gefühlt waren wir auch spät dran. Das gehört sicherlich auch zur Wahrheit dazu. Und die spannende Fragestellung, bekommen wir das hin? Die Botschaft heute lautet, ja, wir kriegen das hin. Die Innovationskraft, die immer wieder ein Stück weit vermisst wird, sie ist zu wecken und zu finden. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, insbesondere in der Kooperation mit dem Land Hessen, aber auch in enger Abstimmung mit den jeweiligen Schulgemeinden. Ich will kurz einige Gedanken mal skizzieren, was den Schulträger so umtreibt. Der Schulträger
ist eine Verpflichtung, wie es so schön heißt, die äußere Schulverwaltung zu organisieren. Dann trifft Ihnen erst einmal die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass Sie alle im Hintergrund mit Ihren iPads auch arbeiten können, auch am Mindesttages Signale haben, dass das gelingen mag. Bis das gelingt, sind viele technische Schritte zu organisieren. Das ist das Breitbandsignal, was ins Gebäude kommen muss. Da sprechen wir nicht über einen trivialen Hausanschluss, sondern das muss eingebettet sein in ganz andere Planungssysteme, ganz andere Bandbreiten, die vonnöten sind. Wir müssen im Gebäude dafür Sorge tragen, dass die Vernetzung sichergestellt ist, damit wir auch ein stabiles WLAN-Konzept entwickeln können. Dann geht es weiter mit den Endgeräten. Ja, und dann müssen wir in enger Kooperation mit dem Land aber auch zu ganzheitlichen Lösungen kommen. Stichwort Lehrerfortbildung, das Entwickeln von klugen pädagogischen Konzepten, damit wir am Ende des Tages tatsächlich auch die digitale Rendite einfahren können. Und das ist schon sehr lange her, bevor ich Abitur gemacht habe in Bad Arolsen. Und zwar ist mir das eingefallen für ein Benefizkonzert. Der damalige Direktor dieser Schule, Herr Kreudel, war ein Freund meines Vaters. Und er hat hier eingeladen, beide Rotarier, zu einem Benefizkonzert. Und zwar für Aussiedler in Friedland. Wir haben hier gesammelt und dann wurde dieses Geld dahin gebracht. Und ich hätte mir wirklich nicht träumen lassen, dass ich zu einem Zeitpunkt, wo wir hier mit anderen Themen der Aussiedlung im übertragenen Sinne, nämlich, Sie haben es gerade gesagt, mit jetzt 27 ukrainischen Schülerinnen und Schülern hier stehen und über das Thema Digital reden. Und Sie haben so schön vorne auf den Stehpult geschrieben, die alte Landesschule ist mehr als Schule. Digitalisierung ist auch mehr als digitale Infrastruktur. Und Sie haben es am Anfang gesagt, ich habe dieses Ministerium aufgebaut und auch entwickelt als Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung. Und jede Strategie geht nur, wenn ich die Basis habe. Und die Basis der Digitalstrategie ist die digitale Infrastruktur. Und das ist aber nur der erste Schritt. Diesen ersten Schritt müssen wir aber mit aller Kraft gehen. Und Herr van der Horst, da waren Sie noch Bürgermeister in Arolsen, da haben wir dort zusammengesessen, haben überlegt, Armin, du warst auch dabei, wie kriegen wir die digitale Infrastruktur gerade in Waldeck, Klammer auf, ländlicher Raum, Klammer zu, so voran, dass wir schnellstmöglich bestmögliche Infrastruktur bekommen. Den ersten Teil des Ausbaus hat die Breitband Nordbahn. Wir haben hier einen Breitbandkoordinator, der sich hier auch entsprechenderweise einsetzt. Dann wurde aber es ein bisschen ruckelig, sage ich jetzt mal, und wir mussten sehen, wie kommen wir schnellstmöglich vorwärts, um eben die 38 Schulen ans Glasfaser, 68 Schulen hier in dem Landkreis ans Glasfasernetz anzugehen, uns in dieser Region weitere Arbeitsplätze, Arbeitssicherheit, aber auch ein Teil unserer digitalen Gesellschaft der Zukunft. Und für diese Gesellschaft der Zukunft, für diese Menschen, machen wir die Digitalstrategie. Und die Digitalstrategie, ich lasse gerne ein Exemplar hier, wir haben es auch ganz digital natürlich, aber ich finde es auch mal ganz schön, noch was so in Händen zu haben, hat zwei Basisbereiche, die digitale Infrastruktur, die digitalen Spielregeln und dann sechs Handlungsfelder. Weil viele Informationen sind immer schwer, sag ich mal, in Büchern festzuhalten, da es auch kaum aktuelle Bücher gibt für Informationen. Das ändert sich ja auch alle zwei, drei Jahre. Insofern arbeiten die Schüler im Prinzip selbst mit einem Thema. Die würden sich also auf bestimmten Seiten, eine habe ich vorgegeben, das ist hier in der Schule. Das ist leider eine Seite aus Nordrhein-Westfalen, aber das Internet kennt keine Grenzen da. Die ist in gut zusammen, habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Programmieren von Datenbanken zukünftig zu machen. Also erstmal können wir vorstellen, mal noch studieren zu gehen im Informatikbereich und dann im Nachhinein irgendwie, vielleicht hat man nicht diese Jobchancen nachgeguckt, aber ich würde gerne nur wenn von Domänen, also im Informatikbereich arbeiten wollen. Aber dann eher so der Programmierer? Ja, also beim Programmieren muss man im Endeffekt verbinden, aber nicht der sein, der sozusagen die Aufträge sozusagen teilt. Also der dann die Grundlagen kann und der weiß, dass es auch funktioniert. Okay, also eher so Projektmanagement. Ja, also ich mache mir weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin angestellt gewesen in einem Büro für Softwareentwicklung. Zwei, drei Jahre lang war das.
Ob das jetzt später Richtung Fachanwendungsentwicklung geht oder Systemintegration, ich weiß noch nicht. Ob das auch vielleicht Richtung Videospiele geht oder richtige Software für, sei es Arztpraxis, sei es irgendwas in der Politik. Kann ich jetzt auch natürlich noch nicht sagen. Ich mein, das ist ja sehr breit, ne? Von Gaming über Politik bis hin zu Arztpraxis. Ja, aber wo das jetzt oder wie ich damit jetzt weitergehe, weiß ich auch noch nicht, kann ich auch noch nicht sagen, aber ein Bereich oder dass ich da in einem Bereich arbeite, kann ich mir viel zu vorstellen. Wenn ihr euch jetzt mal so dieses Thema Digitales anschaut, und jetzt habe ich ja nun die Aufgabe, dass halt die Datenschutzsicherheit gewährt ist. Also ist natürlich cool, wenn ich zu Hause sitzen kann und kann die Hausaufgaben, die ich hier abgespeichert habe, dann da weiterarbeiten. Aber es ist natürlich dann auch gut, wenn sensible Daten dann irgendwie geteilt werden und dann Dritte das einfach abgreifen können. Oder der Schüler, der im Unterricht nicht aufpasst, dann aus irgendwelchen Gründen auf meinen Datenlaufwerk zugreifen kann und von mir die Hausaufgaben. Das heißt, datenschutzkonforme Cloud. Ja, und das nicht übereilen und Digitalisierung willen und dann man sagen kann, wir haben jetzt was. Und in Wirklichkeit ist es nur irgendwie halb und nichts Ganzes. Mhm. Ja, meine Frage ging auch in die gleiche Richtung. Ja. Also es ist generell das Gesetz, Verbindungen in der Schule zum Beispiel können auch schlecht auf Drucker zugreifen, die zum Beispiel wir jetzt in der Bibliothek haben, von zum Beispiel von hier oben. Generell, wir haben ganz schnell, also nach des Hauses bräuchten wir vielleicht noch mehr Verbindungen, die die Schüler nutzen können. Mhm. Ja, also ich finde auch zu diesem Problem, wenn wir uns jetzt mal ein richtiges Beispiel setzen, was wir jetzt auch im Unterricht durchgenommen haben, ist zum Beispiel, dass es hier an der Schule jetzt 5, 6 Tabellen, Datenbanken gibt, Bibliothek, Sekretariat, Schulleitung, vielleicht auch hier Informatik und so weiter. Und ich wünsche mir vielleicht dafür einfach auch, weil es dann einfacher ist, praktisch für jeden ein Einheitsprogramm mit Synchronisation, dass das einfach praktisch nur einmal geändert werden muss. Ich habe mehrere Vornamen und da habe ich jetzt letztens gesehen, da ist ein Buchstabe zu viel drin und das habe ich jetzt vor langer Zeit eigentlich auch schon erwähnt und im Sekretariat Bescheid gegeben und das ist immer noch drin. Und das geht dann, und das kann man jetzt natürlich keinem übel nehmen, weil jemand muss ja die 5 Datenbanken jetzt pflegen. Aber hätte man jetzt nur ein Programm, wo man praktisch nur eine Sache ändern müsste, was auch machbar ist, das ist ja keine Frage, dann wäre es ja jetzt schon geregelt. Und ich glaube, dass sowas auch für die Zukunft ganz sinnvoll wäre. Also vor einer Perspektive ist wie sich alles stellen soll, vielleicht können Sie noch ein bisschen weiter fragen. Wir haben Schulen, die liefern, genau, ist. Deswegen ist der Großteil ist mittlerweile nur private Geräte, weil man sich sozusagen einfach. Das ist ja nur dieser theoretische Einstieg jetzt in das Datenbank-Thema. Was wird aber auch konkret umgesetzt in Access-Datenbank oder in der halt fleißiger als wir Männer waren. Das ist schon immer. Das ist nicht die Wahl. Bei den Jungs kommt es dann, sagen wir mal, ab dem 20. Lebensjahr in Wucht. Die werden dann richtig fleißig, wenn sie die erste Freundin haben und vielleicht dann auch mal. Mal wieder im Kreis bei der Krankendigitalministerin Christina Sinemus. Frau Sinemus, als Sie Digitalministerin wurden, lagen viele Felder brach in Richtung Digitalisierung. Und der Aufgaben war extrem hoch. Ja, wir sind auf einem wirklich guten Weg und ich bin auch der Meinung, dass das gut war, dass wir an einer Stelle im Digitalbereich diese Aufgaben gebündelt haben. Denn dann gibt es an einer Stelle eine Übersicht auf all das, was zu tun ist und so können wir nach und nach wirklich tatkräftig umsetzen. Nichtsdestotrotz hier im Kreis Waldeck-Frankenberg 68 Schulen, alle sind digital versorgt inzwischen. Trotzdem wird die Aufgabe ja nicht geringer. Es fehlt nach wie vor, das haben Sie mehrmals schon in Ihren Reden betont, weiter an digitaler Infrastruktur, gerade im ländlichen Bereich. Ja, die Schulen und die Krankenhäuser und die Gewerbegebiete. Das war mein erstes Ziel, diese gigabitfähig anzuschließen. Jetzt kann ich an die 68 Schulen hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg einen grünen Haken dran machen, da bin ich auch sehr froh drüber. Aber das ist natürlich nur ein Zwischenergebnis. Wir wollen insbesondere den ländlichen Raum auch weiter anschließen. Dafür haben wir
als Digitalministerium 50 Millionen Fördergelder in die Hand genommen. Die Markterkundungsverfahren sind abgeschlossen und wir werden jetzt in die Verabredung mit den Kommunen und den Telekommunikationsunternehmen gehen, um im ländlichen Raum Mobilfunk zu ertüchtigen. 5G ist also in aller Munde. Die Telefonanbieter haben sich ja endlich mal zusammengerauft und nutzen was gemeinsam. Ist das der Punkt, wo man sagt, so kann es gehen? Das ist ein Punkt, wo ich sage, so kann es gehen. Wir haben auch mit allen drei, mit den Telekommunikationsanbietern, einen weiteren Mobilfunkpakt geschlossen, damit es so weitergehen kann, denn es geht nur in gemeinsam. Sie haben gesagt, an die Schulen hier in Waldeck-Frankenberg haben Sie den grünen Haken gemacht, insoweit erledigt, aber damit ist Ihre Aufgabe ja noch nicht Nein. erledigt. Das ich habe ja gesagt, es ist ein Zwischenziel. Es ist ein Zwischenziel. Ich will auch die Gigabit-Fähigkeit des gesamten Krankenhausgewerbegebiets schulen, im ersten Schritt, im zweiten Schritt, aber dann auch bis 2030 FTTH, also jedes Haus als Glasfaser angeschlossen zu haben. Und diesen Weg gehen wir sehr zielführend. Vielen Dank. Als mein Schulleiter, alte Landesschule, neben einer der ältesten Schulen, hatten Sie gesagt, hier im Altkreis Waldeck, neben dem Christian-Rauch-Gymnasium und der Edertal-Schule, das sind die drei Gymnasien, die weit über Hessens Grenzen hinaus hier aus dem Kreis bekannt sind, haben auch viele honorige Leute hervorgebracht. Nichtsdestotrotz sind wir in der Jetztzeit. Ein Schulleiter hat mit Corona schon genug Probleme, Digitalisierung. Was fehlt, sind dann letztlich auch die Betreuung der digitalen Infrastruktur, der Geräte. Jeder Lehrer, jede Lehrerin, die sich damit beschäftigen muss, geht dem Schulleiter im Unterricht flöten. Das ist richtig. Wir haben es ja mit einer Situation zu tun, aber schon seit vielen Jahren, dass immer zusätzliche Aufgaben an die Schulen herankommen, dass sich also dieser Kanon an Erfordernissen ständig erweitert und sicherlich wird dann auch Ressource reingegeben. Also das Land lässt schon auch immer die Anzahl der Stunden, die einem so zur Verfügung stehen oder der Lehrerstellen aufwachsen. Aber ein großes Problem, was es natürlich gibt und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, ist natürlich das zur Verfügung stehen von geeignetem Personal, gerade hier im ländlichen Bereich. Wir sind ungefähr 60 Kilometer von Marburg weg als Universitätsstandort, ähnlich weit von Kassel. Und da ist es natürlich eine Herausforderung für uns, gerade Leuten das zu zeigen, die vielleicht Waldeck-Frankenberg noch nicht kennen, dass sie sich darauf einlassen, hierher kommen. Wir haben zumindest das Glück, wir sind eine Ausbildungsschule vom Studienseminar in Marburg und so zwangsläufig kommen junge Menschen dann auch mit der alten Landesschule als eine der ältesten Schulen in Hessen und mit Korbach und Waldeck überhaupt in Berührung. Und insofern haben wir dann die Möglichkeit, dass wir auch, der Effekt tritt oft schon nach kurzer Zeit ein, dass wir die Leute davon begeistern können und überzeugen können, dass sie hier bleiben. Aber natürlich, es ist eine Herausforderung. Eine der hinzugekommenen Aufgaben ist eben der Support der ganzen IT-Geräte und Infrastruktur und da sind wir darauf angewiesen, dass da uns auch der Schulträger, das ist aber auch seine Absicht, das weiß ich, uns mit Support unterstützt und wir haben dann die Herausforderung, uns ist nicht nur eben Betreuung, sondern wir haben einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, dass wir vor allem qualifiziertes Personal von Unterricht dann hier bei uns vor Ort haben und das ist nicht immer ganz leicht. Nichtsdestotrotz, mit wachsender Digitalisierung, Infrastruktur, mit Hardware, steigen natürlich auch mit der Öffnung nach außen über das Internet, steigen die Anforderungen an IT-Sicherheit, steigen die Anforderungen an Pflege, Wartung, Software-Updates, wie auch immer. Wird man über kurz oder lang nicht drum rumkommen, einen Systemadministrator, Systemadministratorin fürs eigene Haus zu beschäftigen? Also, dass man da, glaube ich, grundsätzlich nicht drum rumkommt, das ist in der Tat so. Die Frage, in wessen Zuständigkeit liegt es, dass dieses Personal zur Verfügung gestellt wird. Und wie gesagt, der Kreis macht sich schon auf den Weg als Schulträger, uns da zu unterstützen, aber dass das
wie beschrieben, bei dem heutigen Nachwuchsmangel, den wir ja stellenweise schon deutlich spüren, eine große Herausforderung ist, ist auch klar. Und wir haben ja heute eine 12. Klasse oder eine Jahrgangsstufe 12 besucht, einen Informatikkurs. Und ja, in Verbindung damit wurde nochmal deutlich gemacht, das sind natürlich die jungen Menschen, die wir in Zukunft brauchen, aber die sind dann auch erst in ein paar Jahren fertig. Ja, ja. Oder erstmal weg, weil oder erst mal man weg. Natürlich auch irgendwo Erfahrung sammeln muss, bevor genau. Man sich dann wieder hier häuslich niederlässt. Ne? Zum Glück sind wir hier in der Region, wo die Menschen auch dann, wenn sie mal die Welt gesehen haben und sich qualifiziert haben, dann auch gerne zurückkommen dafür. Es ist einfach wunderschön hier. Jetzt ist das immer so, schlaue Menschen erzählen immer, was wir an Schule, am Bedarf in 5, in 10 Jahren haben. Und die Realität hat das immer ganz anders gezeigt, dass Schulen vor der Situation standen, auf einmal mehr Schüler zu haben, als man prognostiziert hat. In Ihrem Haus auch so. Das ist vielleicht ein Stück weit ähnlich, was Sie ansprechen, der sogenannte Schweinezyklus, sagt man gemeinhin. Das wollte ich vermeiden. Ja, aber können wir ja gerne drüber sprechen. Das ist ein Begriff, der sicherlich immer wieder diskutiert wird. Und wir haben es jetzt gerade damit zu tun, dass eine sehr ausgeprägte Nachwuchskampagne für Lehrkräfte eben gestartet wird, wo es im Sinne der Berufsorientierung geht, auch den Lehrerinnen und Lehrerberuf eben den jungen Leuten an der Heim zu stellen. Und das ist sicherlich eine Reaktion darauf, dass wir grundsätzlich aber einen Mangel an Fachkräften haben. Ja, das sind gar nicht Lehrkräfte alleine, sondern wir sehen das ja in vielen Bereichen. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Und wenn es jetzt um das eigene Haus geht, wir beschäftigen uns da weniger mit Geburtenraten und Zahlenprognosen, sondern ja, es besteht ja für viele auch, wenn es um die Wahl der weiterführenden Schule geht, da eine Wahlfreiheit und entsprechend, ja, unsere Aufgabe ist einfach, gut Werbung für uns zu machen und eine gute Arbeit zu leisten. Abitur ist gut, ist wichtig, aber nicht immer ein Studium das Wichtige. Hessen bietet, wie viele andere Bundesländer, auch inzwischen ganz viele Möglichkeiten, mit Abitur zu lernen, dann weiterzumachen, mit mittlerer Reife und einem ausgelernten Beruf die Fachhochschulreife zu erwerben, mit dem Meisterbrief nachher an die Uni zu gehen. Sind das auch Wege, wo die alte Landesschule sagt, auch da ist das richtig und wichtig und wir stehen da auch im Austausch mit der Wirtschaft? Ich glaube, was grundsätzlich wichtig ist, erstmal die Botschaft, dass das hessische Schulsystem ganz besonders durchlässig ist. Das heißt, gerade aber auch, wenn man, sag ich mal, Grundschülerinnen und Schüler oder ihre Eltern berät, wie sollen die weitere Schullaufbahn aussehen, dass man eben die Botschaft pflanzt, egal wie ihr euch jetzt für die 5. Klasse zum Beispiel entscheidet, dass damit legt ihr euch nicht fest für den Rest des Lebens des Kindes, sondern die Durchlässigkeit ist gegeben. Man hat immer die Möglichkeit, dann auch, wenn man vielleicht in der Jahrgangsstufe 5 besser auf der Realschule aufgehoben wäre, dass man später aber dazu kommt, dass man auch die gymnasiale Oberstufe besuchen kann und letztlich auch dorthin kommen kann, Abitur zu machen, die allgemeine Hochschulreife und im Grunde alles zu werden, was man werden will. Das ist, finde ich, erstmal eine wichtige Botschaft. Und dann auch für uns als Gymnasium ist es total wichtig, denn nicht jeder, der Abitur macht, studiert dann hinterher. Für uns ist es wichtig, dass wir eine gute und breit angelegte berufliche Orientierung betreiben. Das tun wir. Also wir haben auch verpflichtend in der Schullaufbahn 2 Berufspraktika zum Beispiel für unsere Schülerinnen und Schüler. Und entsprechend, das ist ja eh eines der großen Zukunftsthemen, die berufliche Orientierung. Wir sprachen eben vom Lehrkräfte, aber auch Fachkräftemangel im Allgemeinen. Ja, dass wir auch da einfach helfen, unterstützen und eben dieser Aspekt der beruflichen Orientierung neben einem Studium einfach hindenken zu einer Ausbildung zum Beispiel, dass der auch bei uns am Gymnasium eine große Rolle spielt. Vielen Dank. Gerne.